Sie ist endlich online, die GKZ Sport Kollektion. Auf dem ersten Link draufklicken, Support geben und jetzt viel Spaß mit dem Video. Leute, was habe ich da gestern gesehen? Das hat Carol nicht gefallen. Yo, F2, ganz ehrlich so, was ihr macht, was ihr hochlädt, was ihr sagt, ist mir eigentlich scheißegal, ne? Aber sobald mein Team, das Team GKZ, mich anschreibt und sich angegriffen fühlt von euren Clickbait-Titeln, Leute, dann ist vorbei, Leute. Beste Keeper auf YouTube. Ladies and Gentlemen, mein Name ist Carol und ich bin der beste Keeper auf YouTube. Natürlich begründe ich euch, weswegen genau ich der beste Keeper auf ganz YouTube bin. Ihr kennt sicherlich diesen Mann. Schaut jetzt zu, was passiert, weil ich bin jetzt leise. Jetzt kommt ein Tor und dann direkt nächste Position. Jetzt kommt kein Tor. Easy peasy mit einer Hand. Links. Oh! Das ist so geil. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, how can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things, I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, all I ever need is here with you. This place where we can go, where it's all. Im gleichen Zweikampf. Alter! Junge! Junge! Viel besser, also viel genauer geht auch nicht mehr. Okay, ich hab nichts dagegen, wenn ihr im Titel Pro-Keeper stehen habt, ne? Ganz ehrlich, unter uns dreien. Im Vergleich zu euren normalen Keeper, die ungefähr so parieren. Ja, da ist es halt nicht schwierig, als Pro-Keeper zu wirken. Die sind halt auch noch basically, ne? Ja, das siehst du auch hier. Also nicht falsch verstehen, ich bin ja kein Pro-Keeper. Wie gesagt, es ist okay, wenn ihr Pro-Keeper im Titel stehen habt. Aber ich habe zum Beispiel auch sehr gute Erfahrungen gegen Pro-Spieler. Ich würde sagen, Clip ab. Okay, man kann ja sagen, dass ihr nicht auf die Elfer schießen tut und wenn ja, dann halt nicht real, dann eher zum Spaß. Kein Thema, ist doch okay. Aber ihr könnt ja richtig gut schießen, ne? Und der eine von euch beiden, der hat einen richtig krassen Hammer, ne? Der heißt, glaub, Sledgehammer, ne? Mhm, glaub schon. Ungefähr so heißt der. Der ist ja krass, der ist ja mächtig. Aber warte mal ganz kurz. Dieser Profi da, der hat auch schon einen richtig krassen Schuss rausgehauen. Aber warte mal, da war doch was, ne? Digga, was war da? Da ist doch auf den Boden gefallen, ne? Ach, stimmt! Fuck, Mann. Man könnte ja sagen, das könnte auch euch passieren, Leute. Also nicht, dass ich euch provozieren möchte, aber ich meine ja nur, ne? Ich weiß noch damals, als ihr gemeint habt, dass ihr mir sagen tut, wann ich bereit bin, ne? Wisst ihr noch damals beim FK-Video? Hä, nicht? Dann ganz kurz eine Rückblende. Das Ding ist halt so, ich hab mich ja schon gegen den Besten gemessen. Ich hab gesehen, was ich kann. Und ich kann sagen, wir drehen den Spieß einfach um. Ja, mal so, ne? Also, dass ich sage, wann ihr bereit seid, gegen mich zu schießen. Ich würde sagen, wir starten ein Battle. Oder? Ich gegen euch beide. Dreikampf. Ihr habt 2 Wochen Zeit zu antworten, falls ihr nicht antworten solltet. Ist es für mich einfach nur Angst. Weil ich, Leute,
Ich habe keine Angst gegen euch, Leute. Ich hab die Angst nicht. Ich hab schon. Jetzt zeigt, was ich kann. Versteht ihr mich? 2 Wochen. Eure Antwort, ich gegen euch. Bei euch zu Hause, bei mir zu Hause. Wo auch immer, ist mir alles egal, Leute. Aber Guys, jetzt seid ihr gefragt. Das Team GKZ ist gefragt, Leute. Spammt. Spammt Insta. Spammt Twitter. Spammt jedes hochgeladene Video von F2. Damit die wissen, dass sie sowas in Zukunft nicht machen dürfen, Leute. Weil ihr wisst, dass wir die Besten sind. Das beste Team auf ganz YouTube.